Samstag, 5. September 2020. Wir sind zu Besuch auf einem großen landwirtschaftlichen Betrieb in der Obersteiermark. Am Morgen um 7:30 können wir die Region gerade in den ersten Sonnenminuten einfangen. Der Nebel hängt noch tief im Tal der Naturparkgemeinde. Inzwischen ist es 11 Uhr früh und die Sonne knallt vom Himmel. Wir haben uns mit dem Landwirt auf einer Grünlandfläche verabredet, um die Neuanschaffung im Jahr 2020 zu filmen. Einen Mähladewagen des polnischen Herstellers Zamet. Zamet baut seit über 40 Jahren landwirtschaftliche Maschinen und Geräte. Hergestellt werden unter anderem Futtermischwagen, Siloverteiler und eben auch Mähladewagen. Doch welche Vorteile bringt diese Kombination aus Mähwerk und Ladewagen? Und vor allem, für welche Betriebe rentiert sich diese Technik? Viele Betriebe halten ihre Tiere tagsüber auf der Weide. Dort bekommen sie stets frisches Gras und haben keinen Nährstoffverlust, beispielsweise durch Fermentation. Mit dem Trend zur Heumilchproduktion füttern jetzt auch immer mehr Landwirte ihre Tiere mit frischem Gras in den Nachtstunden. Häufig werden zum Eingrasen Kombinationen aus Frontmähwerk und Ladewagen verwendet. Ein zeitaufwendiges und vergleichsweise unübersichtliches Gespann. Auch auf dem Betrieb Rackel kam diese Kombination jahrelang zum Einsatz. Aufgrund des Betriebswachstums und dem zeitlichen Mehraufwand sollte hier eine Lösung her. Zamet bietet hierfür ideale Lösungen an. Ein Ladewagen mit 24 Kubikmetern Fassungsvolumen und einem 1,85 Meter breiten Trommelmähwerk geben eine kompakte und übersichtliche Maschine. Der geteilte Kratzboden und die Fördereinheit werden hydraulisch angetrieben. In der Kabine müssen lediglich 4 Hebel ihren Platz finden. Wir sehen dem Gespann noch eine Weile am Feld zu und bedanken uns bei der Familie des Milchviehhofes für die Unterstützung während der Dreharbeiten zu diesem recht spontan entstandenen Video. Liebe Zuschauer, wie hat euch dieses Video gefallen? Was haltet ihr von dieser noch recht seltenen Technik? Schreibt uns eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Natürlich sind wir auch weiterhin für euch mit der Kamera unterwegs, stets auf der Suche nach interessanten Maschinen für spannende Videos. Wenn ihr keine weiteren Beiträge mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal und aktiviert auch die Glocke.